Heute stellen wir euch unsere Top-Release-Spiele 2023 vor. Unser erstes Game auf der Liste ist Monster Hunter Rise. Dieses wurde am 20. Januar für die Switch veröffentlicht. Dieses Jahr haben wir auch ein sehr beliebtes Spiel zurückerhalten in Form eines Remakes, nämlich einmal Dead Space. Dead Space kam am 27. Januar raus für PS5, Xbox Series und PC. Auch für die Switch kam dieses Jahr ein Klassiker zurück, nämlich einmal Metroid Prime. Der Remaster dieses Teils wurde am 9.2. veröffentlicht. Ziemlich viel Aufregung gab es nämlich über das nächste Spiel, nämlich einmal Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy wurde am 10.2. veröffentlicht für PC, PS5 und Xbox. Im Februar kam gleich noch ein zweiter Remaster-Titel für die Switch raus. Tales of Symphonia gab es nämlich ab dem 17.2. zu kaufen. Am 21.2. kam Atomic Heart für die Xbox, PC und PlayStation raus. Und schon sind wir im März angekommen, nämlich am 17.3. kam Bayonetta Origins für die Switch raus. Den März schließt ein sehr beliebtes Horrorspiel ab, nämlich einmal das Remake von Resident Evil 4 für PC, Xbox und PlayStation. April bis Juni. Den Anfang macht Dead Island 2. Dieses wurde am 21.4. veröffentlicht und kam für PlayStation, PC und Xbox raus. Am 27.4. kam Bramble the Mountain King für Switch, PC, Xbox und PlayStation raus. Am 28.4. kam Star Wars Jedi Survivor für den PC, Xbox und PlayStation raus. Am 12.5. wurde für viele Nintendo-Fans das Spiel des Jahres released, nämlich Zelda Tears of the Kingdom. Ein Spiel, welches wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollen, ist Herr der Ringe Gollum. Dieses wurde nämlich am 25.5. vom deutschen Entwicklerstudio Dedelic released. Und schon sind wir im Juni angekommen, nämlich am 2.6. wurde Street Fighter 6 released. Passend zum 6.6. wurde Diablo 4 released. Am 22.6. wurde ein PlayStation Exclusive released, nämlich einmal Final Fantasy 16. Den Juni schließt Sonic Origins Plus ab. Dieses kam am 23.6. raus und hierbei handelt es sich um eine Sammlung der alten Mega Drive-Teile mit überarbeiteter Grafik. Weiter geht's mit dem dritten Quartal der besten Spiele 2023. Im Juli befinden wir uns schon im Sommerloch, denn da kamen nämlich nur zwei Games für die Switch raus. Am 21. kam Pikmin 4 raus und am 28. Disney's Illusion Island. Im August kam dann der Überraschungshit des Jahres raus, nämlich Baldur's Gate 3. Hierbei handelt es sich um ein Rollenspiel basierend auf den Regeln von Dungeons & Dragons. Am Anfang kam es nur für PC raus, im September dann für PS5 und Dezember dann auch für Xbox. Der September startet mit dem neuesten Spiel des Bethesda Studios, nämlich einmal Starfield. Dieses kam am 6.9. als Microsofts Exclusive raus. Am 18. September kam dann Lies of P raus für PC, PlayStation und Xbox. Am 19. September wurde ein neuer Beat'em'up-Klassiker aufgelegt, nämlich einmal Mortal Kombat 1. Den September schließt ein neuer alter Bekannter ab, nämlich einmal EA Sports FC24, was einfach nur FIFA ist. Dieser kam am 29. September raus für PC, PlayStation, Xbox und Switch. Wer ist bereit für den letzten Part unserer besten Spiele 2023? Den Anfang macht Assassin's Creed Mirage, der wurde nämlich am 6.10. veröffentlicht. Dicht gefolgt nämlich am 10.10. die Neuauflage von Forza für die Xbox. Am 17.10. wurde dann Sonic Superstars veröffentlicht. Am 20.10. wurde ein weiteres PlayStation Exclusive veröffentlicht, nämlich Spider-Man 2. Am gleichen Tag kam auch noch ein Nintendo Exclusive, nämlich einmal Super Mario Bros. Wonder. Am 27.10. kam dann der lang ersehnte Nachfolger des Horrorspiels Alan Wake für PC, Xbox und PlayStation. Am 3.11. kam dann das Partyspiel WarioWare Move It raus. Am 10.11. kam dann ein weiterer Teil der Klassikerreihe Call of Duty raus, nämlich Call of Duty Modern Warfare 3. Der Dezember ist ganz kurz und knackig, da kam nur ein Spiel für raus, nämlich einmal Avatar Frontiers of Pandora. Dieses kam am 7.12. raus für PC, Xbox und PlayStation. Das war ja echt ein turbulentes Jahr mit vielen coolen Games. Welches war denn euer Spiel des Jahres 2023? Schreibt es in die Kommentare!